Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vier neue Kandidaten haben sich hier für unseren Felgenreinigervergleich angemeldet. Ich fange direkt an hier drüben mit dem Soft 99 Brake Dust Cleaner hier in der Mitte von Valet Pro, der Bilberry Wheel Cleaner. Den habe ich hier im Nachfüllpack, 1 Liter, deswegen habe ich heute die Quasar 360 mitgebracht, um hier den Felgenreiniger auf die Felge aufzutragen. Dann geht es weiter hier von AutoBrite Direct mit dem Very Cherry Wheel Cleaner, auch hier ohne Sprühkopf, deswegen von Canyon noch ein Alternativ-Sprühkopf mit dabei. Und Kandidat Nummer 4 hier von Nanolex, der Wheel Cleaner und Iron Remover. Wir schauen uns wieder das Sprühbild an, wir schauen uns die Reinigungsleistung an und am Ende gibt es wieder ein Fazit für euch. Viel Spaß bei dem Video. Und dann geht es direkt los hier mit dem Kandidaten Nummer 1 von Soft 99, der Brake Dust Cleaner. Die Flasche kostet ungefähr 14 Euro und es sind 400 Milliliter in der Flasche drin. Das Ganze ist auch pH-neutral und ihr bekommt hier für den Preis von 14 Euro noch eine Felgenbürste dazu. Die sieht ja genau so aus. Wir werden sie jetzt auch hier direkt mal mit in den Test mit reinnehmen, weil das bekommt ihr hier als Double Pack sozusagen. Und wir schauen uns den Felgenreiniger auch nochmal hier auf der Rückseite an. Alles in ja, Schriftzeichen hier geschrieben, völlig unidentifizierbar, was ich hier wie lange aufsprühen muss und beziehungsweise wie lange es einwirken muss. Hier vorne erkenne ich 2 bis 3. Es könnte durchaus sein, dass es hier 2 bis 3 Minuten sind und die anderen Felgenreiniger konnten auch so circa 3 Minuten hier einwirken. Deswegen nehmen wir mal einfach an, dass das hier 2 bis 3 Minuten heißt. Ich gehe mal davon aus. Schauen wir uns noch die restliche Flasche an. Sehr robust. Auch der Sprühkopf, auch so ein Standard-Sprühkopf. Und hier oben auch nochmal ja, Schriftzeichen, aber wir können ja einfach mal ausprobieren. Hier habt ihr auf jeden Fall Spray. Hier habt ihr einen Strahl. Und hier ist es gesperrt. Also da müsst ihr auch ausprobieren. Wenn ihr die Flasche hier zu Hause im Einsatz habt, müsst ihr euch das dann noch markieren, weil man sich das vielleicht nicht unbedingt hier merken kann an der Stelle. Und damit können wir eigentlich schon direkt loslegen hier an der Felge. Heute mal richtig große 19 Zoll AMG-Felgen. Und hier ist jede Menge Fläche zur Verfügung. Auch kleinste Zwischenräume hier, auch große Flächen. Und die Felgen sind richtig schmutzig. Auf der Kamera kommt es gar nicht so sehr rüber. Ich versuche mal hier unten mit dem Handschuh einen Strich zu machen. Und ich hoffe, ihr könnt das auf der Kamera erkennen. Ein ganz deutlicher Unterschied auch hier an der Seite. Ich mache nochmal so einen kleinen Testmarkierung für euch und hier vielleicht auch nochmal, damit ihr das einfach besser sehen könnt, wie die Felge normalerweise aussieht. Und dann können wir direkt loslegen. Ich stelle hier mal auf Spray. Ich hoffe, ich habe den richtigen Modus gewählt und gehe jetzt wieder so ungefähr 30 bis 40 cm zurück. Und dann schauen wir uns mal hier das Sprühbild an. Ich sprühe einfach mal auf die Mitte und dann schauen wir uns an, wie groß hier die Fläche ist. Habe jetzt 4-mal gesprüht, einfach mal so als Test. Ihr seht, es nimmt ungefähr so einen Bereich von 18 bis 20 cm, werden das hier circa sein im Durchmesser. Vom Fächer her finde ich es eigentlich ganz okay. Jetzt sprühe ich einmal hier um die Felge rum und bei der großen Felge, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr sprühen. Und ich gehe auch nochmal hier in den Strahlmodus sozusagen. Und der ist wirklich ein bisschen konzentrierter. Zum Geruch kann ich euch sagen, riecht so ein bisschen wie Isopropanol und die Leute, die von euch schon mal Isopropanol im Einsatz hatten, die können jetzt ungefähr nachvollziehen, wie das hier vom Geruch ist. Ich lasse es jetzt erstmal so. Ich denke, ich habe den größten Teil erwischt. Das ist wirklich nicht so einfach. Und jetzt lassen wir hier mal den Felgenreiniger arbeiten und dann schauen wir uns hier mal das Ergebnis an. Für euch jetzt hier die 3 Minuten im Zeitraffer. Dann schauen wir uns noch mal schnell die Felgenbürste an. Das ist hier so ein ganz einfacher Plastikstiel. Hier vorne ist so ein Schwamm aufgesteckt. Der ist relativ fest. Also da gibt es erstmal keine Probleme, dass der irgendwie schnell runterrutscht. Und jetzt versuche ich mal hier irgendwas zu machen an den Felgen. Also der kratzt wirklich massiv hier über diesen Schmutz drüber. Das wäre mir nicht unbedingt geheuer. Er färbt sich auch extrem schnell ein und lässt sich auch, weil ich hatte den auch schon mal im Einsatz, ziemlich schwierig wieder sauber machen. Das war wirklich eine Heidenarbeit hier, das wieder sauber zu bekommen. Bei den Felgen kann man die Sachen hier sehr gut sauber machen, aber ich hätte hier einfach Angst bei meinen sehr teuren Felgen, dass ich hier irgendwelche Beschädigungen ran mache, weil dieser Schwamm, der hier drauf ist, doch sehr, sehr hart ist. Und ob ihr jetzt damit eure ganze Felge reinigt, das ist euch überlassen, aber ich kann euch sagen, hier im Tiefbett, da stoßt ihr schon mit den Händen hier überall an die Speichen an. Also fürs Tiefbett nicht geeignet, vielleicht für diese kleinen Zwischenräume, aber es gibt auf jeden Fall viel, viel bessere noch. Der Felgenreiniger konnte jetzt hier 3 Minuten lang anwirken. Ich kann ihn auch kaum noch erkennen und ihr seht selbst, Indikatorleistung ist hier keine vorhanden. Das heißt auch hier kein Indikator im Felgenreiniger vorhanden und es sieht fast schon aus, als wäre hier schon alles abgetrocknet. Und ich schaue mal hier unten in dem Bereich, es fühlt sich alles sehr, sehr trocken an schon. Und jetzt sprühen wir das Ganze hier mal ab. Dann schauen wir uns hier die Felgen mal an, sind immer noch komplett dreckig. Hier die kleinen markierten Stellen sind immer noch deutlich zu sehen. Ich gehe mal hier mit dem Finger über diese Stellen drüber
und noch jede Menge Dreck drauf. Hier, ihr seht, was ich hier noch an Schmiere und Bremsstaub hier runterhole. Also Reinigungsleistung absolut miserabel. Daumen nach unten dafür. Diese kleine Bürste, die hier dabei ist, die kann man wirklich nur hier für diese kleinen Löcher einsetzen oder hier ein bisschen über diese kleinen Engstellen reiben. Aber trotzdem, reiben ist gleich das Stichwort. Das wäre mir zu gefährlich, den Bremsstaub hier in diesem wirklich etwas härteren Schwamm hier über die Felge zu schieben. Das wäre absolut nicht mein Ding und auch von der Länge her könnte auch da ganz schlecht ins Tiefbett, deswegen die Bürste auch nicht unbedingt der Hit. Und ihr seht es ganz deutlich, kein Wirkindikator hier im Felgenreiniger vorhanden, damit auch wieder ein weiterer Minuspunkt und auch so konnte das hier einfach nicht überzeugen. Und damit schauen wir uns jetzt direkt noch Kandidat Nummer 2 an. Damit kommen wir hier zu Kandidat Nummer 2, dem Velle Pro Bilberry Wheel Cleaner, säurefrei, entfernt eingebackenen Bremsstaub und hat einen angenehmen Geruch, das kann ich euch sofort bestätigen, hat auf jeden Fall einen sehr fruchtigen Geruch, kann man auch verdünnen, aber ihr könnt generell jeden Felgenreiniger mit Wasser verdünnen, er wird halt nur immer flüssiger und haftet dann immer schlechter an der Felge, also das ist auch so ein Werbeversprechen und das könnt ihr aber auch für die anderen Felgenreiniger mitnutzen. Ich habe hier das 1 Liter Nachfüllpack und das kostet ungefähr 14 Euro und da bekommt ihr ja 1000 Milliliter. Ich schaue nochmal auf die Rückseite drauf. Ihr könnt das wie gesagt verdünnen, also bei starken Verschmutzungen pur oder bis 1:3 verdünnen und bei leichten Verschmutzungen bis 1:10. Wie gesagt, das könnt ihr bei den anderen Felgen rein aber auch machen. Dann schauen wir uns mal hier was zur Einwirkzeit an. 5 Minuten steht hier, wir werden das auch einhalten und dadurch, dass es hier so ein Nachfüllpack ist, habe ich leider nicht die Originalflasche und damit fülle ich das hier wieder in die Quasar 360, schon erledigt und dann sprühen wir hier die Felge ein. Wir schauen uns auch immer den Verschmutzungsgrad an. Ich mache uns mal hier ein paar Markierungen. Und ich denke, das könnt ihr wieder gut erkennen. Hier ein ganz deutlicher Unterschied hier oben. Und auch nochmal hier drüben in dem Bereich mache ich mal einen kleinen Strich, damit ihr das dann besser unterscheiden könnt. Und damit fangen wir jetzt direkt an. Geht es mal los hier mit der Quasar 360. Komplett auf Spray gestellt. Und das ist für mich so eine richtig schöne Kombination. Also die Quasar-Flaschen hier mit Felgenreiniger, wenn er nicht zu dickflüssig ist, sieht das sehr gut aus. Und ihr seht, was das hier für ein richtig lilaner Felgenreiniger ist. Ich würde mal sagen, das reicht völlig aus schon. Und jetzt könnte man schon denken, das ist hier der Indikator, aber nein, das ist ja eigentlich nur der reine Felgenreiniger, denn der hat selber schon so eine lilane Färbung. Und dann schauen wir uns mal hier das Ergebnis an und geben dem Felgenreiniger jetzt hier seine Einwirkzeit. Fünf Minuten sind jetzt vorbei und wir schauen uns mal das Ergebnis an. Kein Wirkindikator vorhanden. Es sieht erstmal so aus, aber er hat von Haus aus schon diese typische rote Färbung. Schauen wir uns mal kurz das hier mit dem Finger an. Der Schmutz ist schon durchaus ein bisschen angelöst, aber fühlt sich wirklich noch ein bisschen hartnäckig an. Ich bin gespannt, was jetzt hier der Hochdruckreiniger noch bewirken kann. Und dann geht es direkt los. Dann schauen wir uns mal hier das Bild an. Ich denke mal, der Unterschied wird schon ganz deutlich im Gegensatz zum Soft 99 Break Dust Cleaner hat hier der Bilberry Wheel Cleaner von Velle Pro doch ein besseres Bild gezeigt. Auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mal hier mit einem sauberen Handschuhstück über die Felge drüber. Und wir schauen mal, sieht gut aus. Also Reinigungsleistung, gefällt mir gut. 5 Minuten Einwirkzeit, könnte doch durchaus ein bisschen schneller gehen. Aber wir nehmen die Angaben hier, die der Hersteller uns vorgibt. Ich gehe nochmal über den Rest drüber. Fühlt sich auch sehr glatt an. Und auch hier eine schöne Reinigungsleistung. Ich gehe auch nochmal hier in diese vorderen Flächen drüber, ganz vorsichtig. Oder auch hier mal. Sieht gut aus. Reinigungsleistung gefällt mir gut. Und dann schauen wir uns jetzt direkt noch den dritten Kandidaten an. Und dann schauen wir uns mal hier Kandidat Nummer 3 an von AutoBrite Direct, der Wary Cherry Non-Acid Wheel Cleaner. Kommt hier nur in der Flasche ohne Sprühkopf, deswegen habe ich hier den Canyon Sprühkopf mit aufgeschraubt und wir schauen mal auf die Rückseite mit drauf. Und ihr seht hier, wird eine Einwirkzeit von 3 Minuten angegeben. Ich schaue auch mal hier, ob ein Wirkindikator einsetzt, das werden wir direkt hier im Test gleich sehen. Und dann kann es auch schon direkt losgehen. Ich nehme ihn jetzt unverdünnt, um einfach die reine Reinigungsleistung hier zu sehen. Und los geht es. Schauen wir uns vorher nochmal hier die Felgen an. Ich mache auch hier wieder so ein paar Markierungen. Die Felge ist auch hier im unteren Bereich gut schmutzig. Ihr seht es ganz deutlich. Auch hier in dem Bereich richtig schöne Verschmutzung. Und dann kann es direkt losgehen. Den Kopf auf Spray gestellt. Meine Lieblingsart und Weise, wie man hier so einen Felgenreiniger verteilt. Und dann geht es los.
Bei so einem Spray habt ihr einfach den Vorteil, dass es sich sehr gut verteilt und ihr habt trotzdem, dass ihr hier doch etwas mehr sprüht, immer noch einen sehr geringen Verbrauch und das gefällt mir gut. Und der Very Cherry versprüht hier so einen schönen Kirschduft, also für alle Geruchsfreunde unter euch, der Felgenreiniger versprüht einen richtig schönen Kirschduft. Und dann schauen wir uns das hier mal an. Indikatorleistung kann ich hier noch nicht so feststellen. Da haben wir durchaus schon Felgenreiniger gesehen, die jetzt schon völlig hier ein blutendes Bild erzeugt haben. Und der Very Cherry zeigt hier noch keinen Wirkindikator. Wenn er überhaupt einen hat, das sehen wir jetzt nach den 3 Minuten. Viel Spaß. Dann schauen wir uns das Bild mal an. Wirkindikator ist hier bei dem Felgenreiniger nicht vorhanden. Er hat hier schon den Schmutz gut angelöst. Ihr seht, ich habe das hier schon auf meinem Finger drauf. Und jetzt hole ich hier den Hochdruckreiniger und dann schauen wir uns mal das Reinigungsbild an. Dann schauen wir uns mal das Reinigungsbild an. Ich versuche mal hier noch eine saubere Stelle am Handschuh zu erwischen. Mal den Finger nehmen. Ihr seht, ein minimaler Film ist noch zurückgeblieben. Schauen wir mal hier auf den Finger drauf. Die Reinigungsleistung würde ich mal hier als gut bezeichnen. Hier in den kleinen Zwischenräumen habt ihr auch keine Verschmutzung mehr drauf. Ich hätte mir an manchen Stellen noch ein bisschen mehr Reinigung gewünscht, aber es ist wirklich für euch dann hier schwer zu erkennen. Ich würde jetzt hier den Valet Pro Bilberry und den AutoBright Direct Very Cherry Wheel Cleaner auf eine Stufe hier von der Reinigungsleistung stellen. Leider wieder ohne Indikator und dann schauen wir uns noch Kandidat Nummer 4 an. Von Nanolex der Wheel Cleaner und Iron Remover, das heißt auch hier als Flugrostentferner einsetzbar. Die 500 Milliliter Flasche kostet hier 17 Euro und wir schauen nochmal auf die Rückseite drauf. Und dann finden wir eine Einwirkzeit von ungefähr 2 bis 3 Minuten. Wir geben dem Felgenreiniger hier die 3 Minuten Zeit. Schauen wir uns noch hier den Rest der Flasche an. Ziemlich robust. Und auch der Kopf ist ein ganz normaler Standardkopf. Ihr könnt das Ganze hier vorne sperren, indem ihr das komplett zudreht. Ihr könnt das hier auf Spray stellen und wenn er noch weiter aufdreht, das Ganze auf einen Strahl. Das heißt, ihr habt hier einen variabel einstellbaren Sprühkopf. Finde ich immer sehr positiv. Stellen wir den kurz auf Spray. Und dann schauen wir uns vorher nochmal hier die Felge an. Hier im oberen Bereich habt ihr wieder die typischen Verschmutzungen und ich markiere euch hier wieder so ein paar Stellen ganz vorsichtig, damit wir den Unterschied einfach besser sehen. Und dann kann es auch schon direkt losgehen hier mit dem Nanolex Wheel Cleaner. Und der erzeugt auch ein schönes, breites Sprühbild hier mit diesem Spraykopf. Ich sprühe auch nochmal von der anderen Seite ein bisschen. So. Habt ihr auf jeden Fall immer einen geringeren Verbrauch und habt auch ein wesentlich schöneres Sprühbild, um hier wirklich alle Flächen am Ende dann zu erreichen. Und dann geben wir dem Nanolex hier die 3 Minuten und Wirkindikator soll auch drin sein und wir lassen uns überraschen. 3 Minuten für euch hier im Zeitraffer. Und dann schauen wir uns das hier mal an nach der Einwirkzeit. Schöne Indikatorleistung, zeigt gut den Schmutz an. Hier auf der Seite war einfach noch ein bisschen weniger Schmutz vorhanden. Gut zu sehen und dann sprühen wir das Ganze einfach mal ab. Dann schauen wir uns hier mal das Ergebnis an. Erstmal hier im oberen Bereich. Und da ist doch noch ein bisschen Schmutz vorhanden. Und das nicht gerade wenig. Ich gehe auch nochmal hier in den Bereich von. Und auch hier sind noch kleine Partikelchen da. Und ihr seht auch hier im unteren Bereich, ich hoffe, ihr könnt es gut auf der Kamera erkennen. Ich schaue mal selbst. Ja, ist deutlich zu sehen. Also hier dieser helle Streifen, auch hier. Hier müsste auf jeden Fall noch nachgearbeitet werden. Also von der Reinigungsleistung her nicht unbedingt zufriedenstellend. Und das für diesen doch sehr hohen Preis. Da hätte ich doch noch ein bisschen mehr Reinigungsleistung erwartet. Und dann kommen wir jetzt direkt schon zu meinem Fazit.
Und damit sind wir hier beim Fazit angekommen. Fangen wir hier drüben direkt an mit dem Soften 99 Brake Dust Cleaner. 400 Milliliter und dafür ist der Preis einfach viel zu hoch. Und die Reinigungsleistung, wir haben es gesehen, war einfach miserabel. Den kann ich euch definitiv nicht weiterempfehlen. Damit kommen wir auch schon gleich zum nächsten hier von Valet Pro. Der Bilberry Wheel Cleaner hat mir sehr gut gefallen. Die Reinigungsleistung war auf jeden Fall zufriedenstellend. Der Preis hier für einen Liter ist auch sehr gut. Hier in der Quasar gibt es auch ein richtig schönes Sprühbild, also wenn ihr hier dieses Nachfüllpack holt oder noch größere Mengen, dann könnt ihr hier die Quasar nutzen, habt auch ein schönes, breites Sprühbild. Leider kein Indikator drin und für die Leute, die sich hier auch gern bei so einem Felgenreiniger einen Indikator wünschen, ich bin auch einer davon, das wäre hier nochmal das i-Tüpfelchen auf diesem Felgenreiniger. Kommen wir dann zum Autobrite Direct Very Cherry Wheel Cleaner. Auch hier fehlt mir ein Sprühkopf schon direkt bei der Bestellung mit, da kommt nur diese Flasche, deswegen hier der Canyon Sprühkopf. Hat ein sehr gutes Sprühbild erzeugt, wie wir das von diesem Sprühkopf kennen. Die Reinigungsleistung fand ich, konnte auf jeden Fall hier mit dem Valet Pro Bilberry mithalten. Preislich seid ihr hier doch ein bisschen höher angesiedelt. Und am Ende kommen wir zum Nanolex Wheel Cleaner und der ist preislich wirklich viel zu hoch. Also die Füllmenge mit 500 Milliliter und dafür dann 17 Euro ausgeben, das ist einfach zu viel Geld und die Reinigungsleistung hat auch nicht so überzeugt. Da gibt es jede Menge andere Konkurrenten, die das preislich besser machen und auch von Reinigungsleistung definitiv besser sind. Und damit könnt ihr auch nochmal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr einen von den vier Felgenreiniger schon mal im Einsatz hattet oder vielleicht habt ihr einen hier schon im Dauereinsatz und könnt auch nochmal eure Erfahrungen unten in die Kommentare reinschreiben. Und damit danke ich euch fürs Zusehen. Wenn ihr noch Fragen habt hier zu den Reinigungen, dann wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und wir sehen uns. Ciao.